Ahoi, ihr wunderschönen Plattfische. Und willkommen zu einer neuen Folge U-Boot. Jo, so sieht's mal aus hier. Ich glaube nicht, dass der Zaunkönig da drauf geht, wa? Ja, wir sind hier gerade noch in dem Konvoi und so langsam haben wir das Problem. Die wollen uns ans Leder. Hat auch gehen. Auch nicht. Warten wir es mal ab. Wir haben ja zum Glück auch noch ein paar Täuschkörper an Bord. Wir müssen gleich mal eben alle Maschinen stoppen. Das machen. Los! Und raus damit. Vor drei Bewässern ermitteln Sie eine Schusslösung. Na, wo geht er hin? Wo geht er hin? Ah. Ich glaube, der geht auf den hier, oder? Ah, lässt sich gerade schwer sagen. Ja. Ah, könnten Glück haben. Sollte die auch Magnetzünder machen, oder? Peilung 15 Grad. Jo. Der Torpedo ist auf halbem Weg. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Er sieht so aus, als würde er sich doch die Zerstörer holen. 30 Sekunden. Komm schon. Wir müssen einen guten Anfangswinkel brauchen wir. Wie weit will er denn noch hier? Sekunden. Soll ich einfach andersrum flitzen können? Ach komm, raus damit, ne? Der ENT-5. Fehlschuss. Oh, jetzt hat er angehalten. Ah. Gerade. Jetzt flitzt er natürlich voll daneben. Und holt sich den C3 hier. Was soll denn auch was wir? Er steht nämlich auf Aufschlag, glaube ich, ne? Flitzt da lang. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Geht er jetzt? Ermitteln Sie eine Schusslösung. Haben wir denn Herr hier Kapitän? Noch? Rohr 2 geladen. Na, 2T5. 2T3. Die crashen gleich voll ineinander. Und gabelt der den auf? Ich bin eigentlich noch hier, um Zerstörer zu jagen. Schaden ist dementsprechend groß. Lass jetzt nicht mehr fahren, ne? Funkspruch erhalten. Was ist denn nun? Wir werden den Angriff auf den Konvoi mit der Wolfsrudel-Taktik fortsetzen. Ich habe gedacht, die gibt's nicht mehr. Ich könnte mich mal. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Rohr 3, genau. Rohr 1 bewässern.
Rohr 1 bewässert. Alle Maschinen stopp. Und durchgebrochen. Yeah. Ja, schicken wir den gleich nochmal zwei Zaunkönige hinterher. Bewässert. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 10 Sekunden bis Einschlag. Los! Fehlschuss. Feindliches Schiff getroffen. Ich gerade sagen. Okay, die sind schon mal weg vom Fenster. Er kreist sich zu ihnen. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Auf 4 bewässern. Kommt schon, kriegst du. Auf 4 bewässert. 40 Sekunden. Kann sein, dass er sich den hier holt. Los! Sekunden. Fehlschuss. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 20 Sekunden. Na, hat jetzt gut erwischt. Hat immer ein bisschen bremsen. Ja, sie bremsen. Tja, euer Problem. Da kommt nämlich gerade einer. Richtig guten Schaden gemacht hier. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Rohr 3 bewässern. Rohr 3 bewässert. Kommen wir direkt auf uns zugefahren. Tief ist denn das Ding? 3,4. Sinne sind bei 99%. Ja, sollen wir es riskieren? Hier ist noch ein Haufen Schiffe, aber leider keine Torpedos mehr. Alles C3-Frachter. Da ist noch ein normaler Frachter. Und auch noch mal. Ja, wir müssen die schon genau treffen. Wir sind bei 99%. Ja, komm. Los. 40 Sekunden ist okay. Besser wird's, glaube ich, nicht. Die gehen hoffentlich unter. Die gehen hoffentlich unter. Und die bremsen. 20 Sekunden. Ah, das sieht gut aus. Komm schon. 10 Sekunden bis Einschlag. Ja! Ha! Die sind durch, ey. Ja.
Wegfahren wollen die hier nicht mehr. Aber die schlucken halt auch kein Wasser. Sie gehen unter. Ja, wir haben ihn. Wir haben einen neuen. Ja. Großartige Arbeit, Männer. Die sind weg vom Fenster. Die hängen hier noch, oder was? Die müssen noch straight untergehen. Ja, eine Luftblase hier drin, oder was? Kriegsschiff. Um 20 Grad. Jetzt fangen sie an, mal ein bisschen Wasser zu schlucken hier. Kommandant, wir wurden von Estek geortet. Herr Kaloid, feindliche Schiffe geben Alarm. Bleibt wachsam, aber keine Panik, wir machen das schon. Herr Kaloid. Ja, ganz ruhig bleiben, Leute. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloid. Tauchen auf 285. Wir gehen auf 286 Meter. Bist du nicht im Funkbereich? Na, jetzt können wir nicht mehr senden. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloid? 25 Meter. Schnapp dir mal neue Täuschkörper, du. Oh. Schnapp dir keine neuen Täuschkörper. Denn ich habe vergessen, welche zu kaufen. Ja? Na, wir haben noch welche. 45 oh. Meter. Langsame Fahrt zurück. Ja, wäre gut, wenn die hier noch vom Bord gehen würden. Ne? 65 Meter. 85 Meter. Ja, Kontakt verloren. 105 Meter. Aktuelle Tiefe 125 Meter. Ja, wir gehen auf Blaulicht. Und dann sind wir einfach mal mucksmäuschenstille. Ja, wenn der C3 da oben nochmal repariert werden sollte oder so, dann ist das auch genau so. Sinken. Ehrliche Tiefe. 6,5 Stunden haben wir noch. Oh. 220 Meter. Ein bisschen was haben wir hier auch noch. Das gute alte 40-40-40 Prinzip. Ja, wir sind noch nicht in der Schattenzone, aber der Täuschkörper überlagert unser Signal. Ja, so sinken wir sehr langsam. Nicht nur ein bisschen schneller sinken. Wassereinbruch kriegen, dann sehe ich schwarz. Ja, so langsam sind wir in der Schattenzone drin. 65 Meter.
mal die Steuermotoren ausmachen? Danke. Schon ein paar Meter gehen noch. Ne? Er ist nicht drin heute. Na gut. Aktuelle Tiefe 280 Meter. Alle Maschinen stopp. Corvette 30 Grad. Naja, also ansonsten mal bei 50 Dezibel finden. Ne? 275 Meter. Oh. Ja, jetzt steigen wir wieder ein bisschen. Warum? Gar nicht. Enzer? Halbe Fahrt voraus. Herr Kaloid, feindliche Schiffe geben Alarm. Zeit, unseren Mut zu testen, Männer. Ja, ich finde das nicht in Ordnung. Los, Agent Kaloid, Agent Gay, beeil dich. Schmeiß den Täuschkörper raus. 280 Meter. Gut. Ach, wir fahren hier mal ein Stück weg, gell? Wer weiß, was da oben gerade abgeht, ne? Ich fahre noch mal ein Stück weiter weg hier. Wir werden ja hier wohl gerade ein bisschen suchen. 290 Meter. Alle Maschinen stopp. 183. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Heilung 135 Grad. 180 Meter. 186. Tauchen auf. 285 Meter. Aktuelle Tiefe 280 Meter. Ein 277. Wie kommen sie wieder in den Hof? Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Heilung 210 Grad. Zerstörung. Ja. 215 Grad. 275 Meter. Aber ich bin immer noch beeindruckt, wie gut vernietet das U-Boot ist. Corvette, 140 Grad. 28 Zerstörer, Bar drückt sich da kaum Wasser rein. Ne? Zerstörer, 160 Grad. Zerstörer. Das hier ist kein Montags-U-Boot. Ne? Corvette, 160 Grad. Zerstörer, 150 Grad. Corvette, 145 Grad. Zerstörer, 185 Grad. 280. Naja, die werden ja auch nochmal die Suche wieder einstellen, wa? Wir werden uns ja nicht ewig suchen hier. Also 60 Dezibel. Da müssen sie sich schon ein bisschen Mühe geben, bis sie uns finden. Das ist gar nicht so einfach.
die Suche haben sie eingestellt. Gehen die so langsam weiter. Die sind alle gleichbleibend hier. Mittlere Fahrt. Mittlere Fahrt. Eine Fahrt entfernt sich. Ich glaube, das hier sind noch Begleitschiffe. Eine Fahrt entfernt sich. Ja, wir können gleich riskieren, wieder aufzutauchen. Nein, zu früh. Herr Kaloy, feindliche Schiffe geben Alarm. Keine Panik. Konzentriert auf eure Aufgaben. Tauchen auf 285 Meter. Äußerste Kraft voraus. Ja, mach mal hier. Steht der da? Schneller. Aktuelle Tiefe 105. Oh, wir hatten es doch schon, ne? 165 Meter. Naja, knapp 5 Stunden haben wir noch Sauerstoff. Sind wir wieder in der Schattenzone? Ja. 235 Grad. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Heilung 215 Grad. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Heilung 195 Grad. Aktuell. Dann warten wir nochmal. 185 Meter. Handelsschiff 210 Grad. Corvette 205 Grad. Ah, jetzt drückt sich so langsam das Wasser rein hier. Ne? Zerstörer. 210 Grad. Zerstörer 210 Grad. 40% wegen den Kalorien hier. 280 Meter. Okay. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 210 Grad. Null Stress. Auf 4,5 Stunden. Wir haben Zeit. Corvette, 200 Grad. Ich noch viel, viel mehr Wasser reinkommt. Zerstörer, 200 Grad. Sehe ich da kein Problem. Warten wir aber noch ein bisschen, ne? Ja, alles verschossen. Ja, denn. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 160 Grad. Da hat doch jemand einen Ananas gegessen. Steht das doch. Oh
Und dann in solchen Krisenzeiten Ananas essen, ne? Ding, ding, ding. Aktuelle Tiefe 285 Meter. So, hauen die jetzt ab. Jetzt, ne? Ja, noch ein kleines bisschen. Handelsschiff, 115 Grad. Na, jetzt kriegen wir auch noch weniger Geld. Tauchen auf 50 Meter, 70 Meter. Kommandant, wir wurden von Estik geortet. Schraubengeräusche. Immer noch welche? Das hätte ich mir auch denken können, dass sie hier den C3-Frachter versuchen zu bewachen. Ja. Bisschen Sauerstoff. Ja, die machen den Kani wieder flott. Snorkeln. Handelsschiff 95 Grad. Handelsschiff 100 Grad. Ja, ich glaube nicht, dass sie da wegfahren, oder? Ja, ich würde den hier gerne noch versenken, wenn die damit fertig sind. Das CDI-Frachter ist mir sogar eigentlich relativ egal. Kurs setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Doch mal bitte mit E-Maschinen. Funktelegramm gesendet. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Alarm beenden. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 325 Grad. Ja, die sind noch nicht versenkt hier. Aber die werden nicht mehr repariert. Handelschef, 120 Grad. Ja, dauern bis sie hier fertig sind mit ihrer Reparaturarbeit, ne? Die hauen schon ab. Bleiben wir hier. Handelschef, 330 Grad. Schraubengeräusch, Kriegsschiff, Peilung 200 Grad. Das so kannst du wohl anschmeißen, weil. Zerstörer, 55 Grad. Herr Kaloyn, wir haben unsere Position erreicht. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloyn. Ach, hier bleiben wir. Alle Maschinen, stopp! Die Wände. Ja, aber hier rennen die Leute zum Beispiel rum. Bei Sea Power finde ich das ein bisschen schade, dass die Leute da noch nicht patrouillieren oder so auf ihrem Schiff. Sondern einfach nur so, wie so, naja, Statisten wirken. Das sind Statisten. Bei Sea Power. Aber vom Detailgrad her und so ist es einfach mega geil.
eine Auszeit. Ja, gönn dir ruhig. Kannst du gerne im Stehen schlafen. Handelsschiff 90 Grad. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 95 Grad. Zerstörer 70 Grad. Ah, die sollen sich immer wegbewegen. Ja. Wie ein Zerstörer hier platt machen. Sag mal, wo haben wir denn eine Seekuh? Ach, hier, ne? Aha. So. Schon weit weg, ja. Naja, entweder fahren wir nach Brest zurück und holen uns einen Nachschub. Oder wir fahren hier hin und holen uns einen Nachschub. Ich glaube, wir fahren nach Brest, ne? Jetzt die ganze Zeit hier rum. Ja. Aber Leute, ich sehe gerade, die Folge ist leider schon wieder vorbei. Naja, die holen wir uns beim nächsten Mal. Ich will das Achievement haben. Ja. Jo, dann vielen Dank, dass ihr mit am Start wart. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Und ein Riesendank geht raus an meine Kanalunterstützer Gerd Lorelei, Sascha Teves, ist halt so, Nagetermin, Stefan Freunde, Killer Wotan und LPMM. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl und ich sag, bis denn dann.